Barockfest. Die Seitenblicke berichten von der Lust an der Verkleidung und einer Kaiserin zur falschen Zeit. Zum fünften Mal bot Schloss Hof den idealen Rahmen für ein Barockfest, das gestern unter dem Motto im Rausch der Blüten stand. Der Barock war ja voll mit Festkultur und wir haben natürlich Vorlagen. Eine davon kommt von 1754, wo also die Erben von Prinz Eugen, sprich also der Prinz von Hildburghausen, sich die Anlage eigentlich nicht mehr leisten konnte und dann an Maria Theresia verkauft hat. Der hat natürlich ein Fest inszeniert, das mehrere Tage gedauert hat, wo Maria Theresia nicht Nein sagen konnte und natürlich zugeschnappt hat. Bei diesem Fest traf man auch auf vier Stargäste der Fête Imperiale, die auf Schloss Hof residieren, namens Franz, Mathilda, Annelies und Mortadella. Also die waren ganz, ganz großartig. Nun werden aber Mutter Mathilda mit dem Franzl heute Pause haben. Ja, die haben heute eindeutig Pause, vor allem das Fohlen ist jetzt gut nach den 3 Tagen in Wien. Mortadella und Annelies müssen heute schon wieder arbeiten. Ja, wobei ein bisschen Beine vertreten auf gewohntem Terrain ist jetzt Entspannung pur für uns. Ich fühle mich sehr wohl gekleidet. Ich muss Ihnen sagen, ich wäre ein bisschen fröhlicher, wenn es nicht 35 Grad wäre. Aber selbst in dem großen Gewand ist es mit 35 Grad sehr schön. Es ist gibt ein ganz anderes Körpergefühl. Also ich persönlich stelle den Schwiegersohn von Maria Theresia da, den Albert Kasimir von Sachsen-Teschen, den Begründer der Albertiner. Historisch firme Zeitgenossen mag allerdings erstaunt haben, dass auch Kaiserin Sissi beim Fest vorbeischaute. Wir haben ja auch keine Kaiserin Elisabeth, sondern die Gräfin Hohenems inkognito. Ist auch erwiesen, dass die Kaiserin nicht unter ihrem Namen gern auf Kostümbällen war und sich einen Spaß daraus gemacht hat. Trauen sich die Menschen überhaupt, ihnen nahe zu treten, wenn man so ein Kostüm anhat? Also heute kommt es mir vor, nicht so wie normal, also eher von der Weite und ich werde ständig fotografiert und das ist ungewohnt für mich. Das Spiel der Selbstinszenierung ist immer Thema und damit ist der Barock auch heute Thema. Sind Sie selber ein barocker Mensch? Ja, mit der Sehnsucht nach Askese, aber doch immer barock.